Die Eisbären Berlin zu Gast am 46. Spieltag beim Tabellenletzten bei den Schwenninger Wild Wings. Und der Lahmen-Offensive soll Flügel verliehen werden, nämlich in Form von einem US-Amerikaner, Austin Ortega. Neu verpflichtet in der Länderspielpause, kommt von den Växjö Lakers aus der schwedischen Liga. Er soll der drittschlechtesten Offensive auf die Sprünge helfen. Paul Thompson und seine Wild Wings, ja, die haben sich verabschiedet aus dem Playoff-Rennen. Deswegen heißt heute einfach mal gewinnen für die eigene Seele. Balsam wäre das. Wir gehen rein in die Partie in Weiß. Das sind die Eisbären, die in Überzahl hier agieren und ein richtig gutes erste Drittel spielen. Dritte Minute, Colin Smith mit seinem ersten Überzahltor. McQueen zieht einfach ab, der Rebound landet beim Stürmer. Der ist jetzt Deutscher, hat den deutschen Pass bekommen. Und da schließt er als Deutscher zum ersten Mal ab und trifft für die Eisbären Berlin. Und es sollte weitergehen in dieser Tonart. 12. Spielminute. Wieder ein sehr, sehr aggressiver Vorcheck. Shepard heute wieder zurück nach Verletzung, genauso wie Aubry und Kettemer. Und dann Beckman bekommt er hier den Puck. Da ist keine Anspielstation. Er zieht mal ab und trifft. 2:0. Sean Beckman. 13. Saisontor für den Stürmer. Die Wild Wings waren überhaupt nicht drin in dieser Partie. Da war nichts zu sehen. Und die Führung absolut verdient. Sie hätte sogar noch höher ausfallen können in den ersten 20 Minuten. Für das Highlight im ersten Drittel aus Wild Wings Sicht war der Torhüter verantwortlich. Dustin Strahlmeier. Ein Big Save. Das ist wieder mal so ein Strahlmeier-Moment. Abgefälscht hier von Aubry. Und dann schmeißt er sich mit allem, was er hat, noch rein. Stark gemacht vom Torhüter. Rein in den zweiten Abschnitt. Überzahl für die Wild Wings. War eine wilde Phase mit vielen Strafzeiten und dem Tor. Mirko Höflin in Überzahl mit dem Anschluss. Toll gemacht von Bukatz, der Ex-Berliner mit der Übersicht. Und der Topscorer der Wild Wings mit dem ersten Tor. Das war die 26. Minute. Die Antwort der Eisbären 3 Minuten später. Sie haben doppelte Überzahl. Es läuft gut. McQueen macht selber. McQueen trifft. 3:1. Jamie McQueen. 10 Spiele war ohne Tor. Da wird er zu sehr alleine gelassen. Und dann der Schuss ins Glück. Wieder die 2-Tore-Führung für die Gäste. Ein Sieg nur in den letzten 10 Spielen für die Eisbären. Und sie wackelten dann auf einmal wieder. 34. Minute. Schöner Pass von Wörle auf Herpig. Der wird hier gelegt von Müller und dann die Scheibe frei. El Sayed mit dem Tor oder doch nichts. Es gab den Videobeweis, aber das Tor zählte dann. Erstmal schöner Pass und Herpig wird dann abgeräumt von Müller. Deswegen ist es dann keine Torhüterbehinderung, weil er nichts dafür kann. Das Tor zählt. 2:3. Die Wild Wings sind wieder dran. Und wie sie wieder dran waren. Die hatten jetzt Lunte gerochen. Hier der Scheibengewinn. Dann Tempo aufgenommen vom starken Bukatz. Mit dem Wackler rübergelegt. Und kurz mit dem Ausgleich. 3:3. Ein schwaches erstes Drittel. Dann Feuer gemacht von Thompson. Und wie sie sich dann präsentiert, ist wirklich stark. Bukatz legt rüber. Und Marcel Kurz mit dem Tor. Sein 8. Saisontor. Aber die Berliner hatten eine Antwort parat. Sie waren jetzt schon ein bisschen am Wackeln, aber das ist dann gut gespielt. Und Baxmann, Jens Baxmann heute wieder als Stürmer aufgeboten. Das macht er immens gut. Legt sie mit dem Schlittschuh vor aus der Luft zum 4:3. Keine Chance für Strahlmeier. Und dann Deckel drauf, 8,5 Minuten vor dem Ende. Louis-Marco Bri, der Spieler des Spiels. Ganz, ganz starkes Comeback hier. Von Ortega, der mit dem 2. Assist und Aubry mit dem 5:3. Das war dann auch der Endstand. Der Game-Winner von Jens Baxmann hat das Spiel entschieden. Wer hätte das gedacht? Jens Baxmann mit dem entscheidenden Tor für die Eisbären Berlin. Anyone on that bench could have got the winner tonight. So, you know, good for him for getting it. And we're just really happy. But to be honest, you didn't expect Jens Baxmann scoring the game-winning goal. Why not? Ja, warum nicht? Er hat's gemacht. Gut, ich hätte auch mit anderen getippt. 5:3 für die Eisbären Berlin bei den Schwenninger Wild Wings. Die Playoffs, sie leben weiter.
für die Berliner. Am Sonntag dann das Spitzenspiel gegen Krefeld. Da geht's um Platz 10 oder mehr für die Berliner.